Hallo und herzlich willkommen zu Wargame Island Battle, wie man es hier schon sehen kann. Ich bin Heidel und ich will euch die Singleplayer-Kampagne zeigen. Hier sieht man schon die Kampagnenliste. Hier gibt es wohl schon eine Einführung, die ist auch in der Schwierigkeit nicht so stark, nicht so immens. Dann gibt es hier Mittel und lange Dauer. Also recht ausgewogen das Ganze mit mittelschwerer und sehr schwerem Schwierigkeitsgrad. Ich gehe auch mal hier in die letzte Offensive und starte die mal. Wir sind hier übrigens auf der Paktseite. Das wechselt sich auch ab. Finde ich auch gut. So. Während der Warschauer Pakt im Westen fast schon den Rhein erreicht hat, sieht es an den Fronten in Bulgarien, Rumänien und der Krim katastrophal aus. Die UdSSR und ihre Verbündeten sind gezwungen, am Verhandlungstisch zu sitzen. Sie haben den Sieg in Europa so gut wie sicher. Aber dennoch müssen sie eine Antedellum-Vereinbarung in Betracht ziehen, wenn sie nicht wollen, dass schon bald die Mittelmeertruppen der NATO die Tschechoslowakei erreichen. Doch General Gruber, Kommandeur der 1. Ostdeutschen Armee, schlägt seinen sowjetischen Vorgesetzten eine Blitzoffensive in der Dänemark vor. Seinen Plan? Er will mit Hilfe des 22. Panzerregiments und der 510. sowjetischen Panzerbrigade den Hafen von Aarhus und damit den wichtigsten Verstärkungspunkt der NATO blockieren. Wenn dieses gewagte Manöver klappen sollte, würde die Verhandlungen sehr schnell zugunsten des Warschauer Pakts ausgehen und all unsere Mühen, den Rhein zu erreichen, wären nicht vergebens gewesen. Großer Vorteil für den Pakt haben wir. Szenario-Details. Pakt. Missionsziele nehmen sie Aarhus in weniger von 5 Tagen ein. Kräfteverhältnis sieht so aus, Szenario-Balance bevorteilt den Pakt, also wir. Erwartete Paktverstärkung Tag 1, also Tag plus 1, motorisiertes Schützenregiment, 9 mechanisiert, Europareserve. Ah, okay. So, ja, ich würde mal sagen, ich starte das gerade mal. Die letzte Offensive. Die Offensive starten. Erstes Missionsziel, das 227. Gardepanzerregiment muss die schwedischen Panzer vertreiben, die Malmö verteidigen. Das ist übrigens auch letztens der ESC gewesen. Vorsicht, eine Kampfgruppe, die eine vernichtende Niederlage einfährt oder den Rückzug antritt, befindet sich auf der Flucht. Ach nee, dabei ist eine Runde lang unbeweglich. Also ist sie. Greift der Gegner sie dabei an, wird sie zerstört. Sie wissen, was sie zu tun haben. Zwingen sie die Schweden in die Flucht nach Kopenhagen und verfolgen sie sie, um sie auszuschalten. Das ist übrigens jetzt die Kampagnenkarte. Hier sehen wir die norwegische See, die Nordsee und die baltische See. Dann hören noch ein paar Golfe. Tag 0 ist es gerade 6 Uhr früh und die Moralpunkte spielen auch eine Rolle, aber darauf gehe ich dann nochmal später ein bisschen ein. Momentan sind wir hier aufzufinden. WASD kann man die Karte steuern. Also UdSSR-Truppen, also ja, die Sowjet-Truppen, quasi. Ja, ist eigentlich so. Na gut. Jedenfalls wir sind rot und besitzen hier den ganzen Teil, natürlich auch Deutschland und müssen hier Dänemark angreifen und dazu müssen wir hier die Panzer in Malmö zerstören. Da gibt es auch einen Hafen und deshalb sollten wir da schnell mal hin. Wir haben hier dieses 227. Gardeschützenregiment, keine Ahnung, und mit dem sollen wir hier die Panzer in Malmö angreifen. Ja, jetzt ist das quasi ausgewählt, man kann das allerdings auch wieder rufen, oder? Nein? Weiß ich gar nicht. Na gut, egal. Hier sieht man auch, wie unsere Truppen aufgebaut sind. Das heißt, wenn die Schlacht beginnt, kann man dann folgende Truppen dann reinholen. Motor Strelki, also Infanterie, schon ein paar gute Auswahl. Logistik natürlich auch. Dann jede Menge eigentlich schon an Kommandofahrzeuge auch dabei. Aha. Unterstützung. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir sind alle, haben auch allerdings nur T-72-Panzer, aber die reichen auch vollkommen aus. Ah, hier können wir also die Befehle verwerfen. Ah, also man kriegt 1% Initiativ zurück, wenn man die Kampfgruppe regenerieren lässt. Dann muss man da drauf, aber ich will dann
die hier angreifen und die Befehle übermitteln. So, jetzt marschiert er nach vorne, nach Malmö. Und jetzt gibt es einen Konflikt. In der Zone Malmö kommt es um 12 Uhr nachmittags, also mittags eigentlich so, nee, Mitternacht, oder? Das ist doch PM. Ach, was soll's. Zum Konflikt. Wir sind dann gegen die 7. Panzerbrigaden. Ja. Wir haben mehr Startpunkte, weniger Siegpunkte brauchen wir. Und wir starten einfach mal die Schlacht. Weil wir es momentan einfach im Vorteil und da sollten wir es am besten auch nutzen. Ich muss sagen, ich hatte es schon mal leicht angespielt bis hierhin. Und interessanterweise habe ich, weil ich immer NATO gespielt habe, im Vorgänger, habe ich hier versucht, im blauen Bereich Truppen abzusetzen. Das ging natürlich nicht. Ja, das ist mir dann auch nachher so aufgefallen, intelligenterweise. Ich kann das Fahrzeug hier auch nirgendwo in Deckung abstellen, oder? Naja, ist ja egal, wir starten hier sowieso eine Offensive. Also einfach mal dastehen. So. Ich glaube, das Missionsziel ist, ich muss die Truppen hier auf der Karte vollständig zerstören. Dazu... Ja, würde ich erstmal auch sagen, ich errichte hier so einen kleinen Brückenkopf bei Santa und Elena. Allerdings mache ich das erst später, da hole ich mir aber vorher noch ein paar Panzer. Ich bin auch ein bisschen, ist noch immer noch ein bisschen ungewohnt, weil ich habe es auf Deutsch umgestellt, als Aufklärung, Panzer, Infanterie, Unterstützung, Fahrzeuge, Hubschrauber, Flug. Und vorher war das ja anders, auch anders benannt, wegen den englischen Sprachpaketen. So, mal gucken, was wir hier nehmen. Der hat hier eine bessere Kanone, ist allerdings auch 125 mm. Ich würde einfach mal den bevorzugen, da haben wir auch ein paar... Aber ich glaube, ich nehme erstmal auch die hier. Mit den Panzern gehe ich nach Kopenhagen. Und dann brauche ich noch etwas, was nach Halmstadt gehen kann. Da werde ich allerdings ein paar bessere Panzer nehmen. Die werde ich dann hier hinten aufstellen. Hier irgendwie, damit sie da, keine Ahnung, die Truppen von Halmstadt abfangen können. Und mehr habe ich jetzt auch nicht zur Verfügung an Punkten, deshalb starte ich mal. Gebe ich gleich den Befehl. Was? Also das ist jetzt irgendwie blöd. Eieiei. Blöder Raketenjagdpanzer. Eito! Na, dann wundert es mich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Eito ist, hat eine sehr hohe Zerstörungskraft und ist ja sehr genau. So, die bewege ich einfach mal da unten hin. Na gut, jetzt habe ich schon zwei Panzer verloren, allerdings diese 10 Kampfpanzer, die müssten eigentlich auch noch ausreichen. Locker. Damit ich keine Probleme mehr bei Kopenhagen habe. Tatsächlich kann ich hier noch ein Fahrzeug holen. Gut, dann schicke ich den hierhin mal. Aber erstmal nehme ich ihn da hinten hin in Deckung. So, die bewegen sich auch mal schnell hier hin. Ne, lieber mal hier hin, dann sind die auf der Straße mehr unterwegs. Mal sehen, da gibt es hier diesen schwedischen Panzer. Der ist nicht sehr gut, erinnert an den Patton. Und dann gibt es hier diesen Panzer, der ist neu, auch in diesem Spiel. Der besitzt quasi keinen Turm. Hat daher eine sehr starke Frontdeckung, also Frontpanzerung. Sind allerdings sehr langsam und können auch nicht so gut zielen, weshalb ich da eigentlich auch schon etwas im Vorteil bin. So, ich lasse einfach mal meine Panzer stoppen, dann können sie auch ein bisschen besser zielen. Genau, das dachte ich mir schon. Perfekt. So, jetzt ziehe ich die Panzer mal darüber. Hier sind wir auch schon angeschlagen, aber jetzt endlich jetzt ein paar Panzer verliere, ist jetzt auch nicht weiter schlimm.
Ich muss aufpassen, wegen dem UAZ, das darf nicht zerstört werden. Wir haben auch nur 17 Minuten Zeit jetzt noch, also das ist schon ein wenig begrenzt, die Zeit. Ja, jetzt habe ich immerhin schon Elena, da habe ich einen Punkt noch mehr. Ich guck mal, dass ich irgendwie ein Flugzeug rankriege. Der hat Radarraketen, Infrarotraketen, scheint also so ein... Scheint also ein Jäger zu sein, dann gucken wir mal. Ja, das ist ein Luftüberlegenheitsjäger, der ist, hat da so ein A oben stehen auf dem Zeichen. Mal gucken, ob er den jetzt abschießen kann, den Heli. Der ist mit nämlich so einem kleinen Dorn im Auge. Ja, das war jetzt nicht so toll. Aber da kann ich noch einen Anflug starten. Oh. Da sollte sich vielleicht noch beeilen, bevor ich hier noch beim Kommandofahrzeug verliere. So, der evakuiert jetzt mal eben. Der wurde auch schon gerade ordentlich beschossen. So, den bewege ich ja mal hinten hin. Mal gucken, ob ich vielleicht sogar ein bisschen Logistik noch reinbringen kann. Nein, die Logistik-Hubschrauber von den Sowjets sind ziemlich teuer. Ziemlich teuer. Da gucken wir, ob ich die hier hinten auch hinkriege. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, sieht so aus. Na gut, dann bringe ich die erstmal hier in den Wald rein. So, und das Fahrzeug bewegt sich einfach mal da unten hinten jetzt. Mal sehen, das ist Schützenpanzer haben wir hier, Flak und ein Panzerjäger. Da sieht man hier schon die Schlacht. Kann man immer schön ranzoomen, das finde ich ganz toll. Und natürlich sind sie eine leichte Beute für unsere Kampfpanzer mit ihren schweren 125 mm Geschützen. Genau, ja, 125 mm. Das ist schon ziemlich groß, ziemlich viel. Und liegt über, definitiv über dem Durchschnitt dieser Zeit. Ein recht moderne Panzer schon. Aber natürlich nicht zu vergleichen mit den modernsten Panzern der westlichen Mächte. So, und dann schicke ich mal die, die sollen hier hoch. Dann sollen die da hinten lang. Und die schicke ich dahin. So, genau. Ihr bewegt euch dann hier hoch. Und dann würde ich gerne mal hier oben diesen Pass kontrollieren. 14 Minuten noch. Der Gegner. Wir sind hier unten, die haben deutlich mehr Schaden gemacht als der Gegner. Bei 1500 Punkten haben wir gewonnen. Oder bei der kompletten Zerstörung. Da haben wir jetzt auch Infanterie, das ist immer in diesem Kreuz da oben in dem Symbol, also hier. Und die haben jetzt einen Flak geschützt, allerdings ist er total ineffektiv gegen Panzer, vor allem gegen diese Panzer. Der reichte, ist die Panzerung einfach viel zu dick von der T-72 und der ist vernichtet. So. Der Helikopter ist immer noch nicht fertig. Die sollten da irgendwie so über den Weg da lang und trotzdem fahren die dann, aber na gut, was soll's. Mal gucken, vielleicht kann ich hier mit den MGs etwas abschießen. Sieht aber vielleicht auch nicht so gut aus. Ich versuche jetzt einfach nochmal mit dem Jäger hier runterzuholen. Und wir kriegen jetzt viel mehr Punkte, dadurch, dass wir hier diese Route noch eingenommen haben. Aha, da ist, hat er irgendwie einen Anflug nicht richtig hingekriegt. Ach, das sind zwei Helikopter. Na gut. Würdest du mal bitte hier die Helikopter anfliegen? Das wäre ganz toll. Na gut, du kannst dich mal dahin begeben und du da hoch. Da oben sind jetzt auch noch ein paar Schützenpanzer. Die sind wohl aufgebaut auf dem M113 und deshalb haben die auch nur ein MG. Aber ich glaube, der M113 hat sogar, ist, da gibt es sogar auch eine Variante mit, komm, du hast auch noch, ja,
Radarraketen, das heißt, der kann den immer noch anvisieren. Oder ist das, oder habe ich das jetzt irgendwie versäumt? Das sind dann doch Luftbodenraketen. Na, ja, der kann nichts mehr machen, dann evakuiere ich den gerade mal. So. Du gehst da oben hin. Der hat sich wahrscheinlich da hinten zurückgezogen, das Kommandofahrzeug. Währenddessen guck schon mal hier nach Flugzeugen. Der hier hat 12 250 Kilogramm Bomben. Und der hier hat 4 500 Kilogramm Clusterbomben. Wie es aussieht. Ah, hier gibt es noch Infanterie. So, dann ziehe ich ihn gerade mal zurück, dass er außerhalb der Reichweite der Raketen kommt. So, und jetzt soll der auch mal hier... das ist irgendwie ein bisschen blöd. Was sind das denn für Fahrzeuge? Ach, das sind Aufklärungsfahrzeuge. Na dann. Anscheinend wurde das hier auch gesäubert. Dann schicke ich die auch mal da hoch und die kommen dahin. Und der Herr hat noch so was aus den Radarraketen, aber das müsste mal gepatcht werden. Das ist ein bisschen blöd, das überlagert sich der Text. So, dann würde ich was sagen, ich bestelle noch zwei von denen hier und dann machen die mal einen Angriff auf. Ich weiß nicht. So, ich mach gerade mal Folgendes. So, ist er aufgeklärt und jetzt bombardiere ich den einfach mal. Interessant, sieht aus wie ein Bus, oder? Wie so ein kleiner ziviler Bus. Na gut, ist vielleicht auch die Basis davon. So, dann bombardiere ich ihn einfach mal mit... wie viele Bomben hat er nochmal? Ach ja, ich bombardiere ihn also mit 24 Bomben. Wuhu! Und ich habe gewonnen. Stufenaufstieg! Sie sind jetzt Stufe 3. Gesamt-EP 323 und nächste Stufe ist jetzt bei 600. Gut, ja, am meisten geleistet haben die T-72A. Okay. Jetzt geht das über... Wie soll das jetzt weitergehen? Das ist irgendwie... irgendwie merkwürdig. Wahrscheinlich über verlassen. Ja. Kampfgruppe zerstört. Die 7. Panzerbrigaden wurde vernichtet. Das gibt 10 Moralpunkte. Überwältigender Sieg. Ich habe zwar Initiativpunkte verloren, aber dafür 3 Moralpunkte gewonnen. So, und jetzt gehört mir Malmö. Und damit auch ein Hafen. Verstärkung aufstellen. Die Verstärkung trifft ein. Das 9. motorisierte Schützenregiment steht im Aufstellungsmenü oben links, also hier oben. Zur Verfügung. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol und danach auf den Sektor, in dem Sie die Einheit schicken wollen. In diesem Fall Kiel. Ab der nächsten Runde steht das Regiment dann bereit. Kiel? Das ist doch... Ja, das ist Deutschland. Aha. Ach so, okay. Gut, das war's auch mit dieser Folge dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet morgen wieder rein. Oder eben auch gleich. Kommt drauf an, wann ihr diese Folge seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es wird auf jeden Fall noch viel mehr von solchen Folgen geben. Einfach auf dem Kanal nachschauen oder in der Suche nachgucken. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis dann.